So, dann bin ich mit meinem Let's Play Project Zero 2, Crimson Butterfly. Im letzten Teil sind wir an diesem Ort hier angekommen und wir werden uns jetzt gleich mal umsehen, wo wir lang gehen. Nein. Ich bin hier. Was auch immer gerade mein Dings meint, mich hier zu ärgern. Okay. Zum Glück läuft sie nicht automatisch los. Okay. Kannst du runterspringen? Das Gelände ist total zerstört. Anscheinend nicht. Können wir denn überhaupt runter? Ja. Hallo! Na, bequem da unten? Komm hoch. Hallo. Wie sollen wir denn das schaffen, bitte? Okay. La 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 la. Schlecht. Was? Nein. Schlecht. Okay. Wir gehen da ganz nach unten und versuchen es so. Oh Gott. Madame, Sie sehen scheußlich aus. Und sie wird jetzt ja auch sehr, sehr oft wieder von oben nach unten landen. Willst du mich auch mal angreifen oder eher nicht? Boah, ich mach da keinen Schaden. Oder sehr wenig Schaden, wie auch immer. Menschenskinder. Das wurde ja noch angeschrieben in Skype. Alles klar, nie. Weg mit dir. Ich wollte gerade noch weglaufen, gerade noch. Und dann bleibt es mir auch noch verwehrt. Wo ist sie? Verrückte Kuh. Okay, Moment. Ich muss ganz kurz ins Skype tragen, dass ich nicht da bin. Kurz, Moment. So, da bin ich wieder und weiter geht's. Nein, 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 nein. Kurzer Moment. Objekte. Kräutermedizin? Ja. Okay, so langsam. Machst mir doch Angst, du kleines verrückte Kuh. Lauf, Miku, lauf! Miku? Mio! Nein, nicht nochmal. Boah, Alter, krabbel doch nicht so schnell. Gehst einfach voll auf den Zünder. Auf den Zünder. Auf den Nerven, damit du es weißt.
Nein. Nix da. Nix da, Zero Bild, tschüssi. Yeah. Das war's für dich. Und dieser Geist hieß wie? Foto? Gefallene. Cool. Nicht wirklich. Auf dem Boden ist etwas. Filmrolle 3. Man kann sie vielleicht mit einem Projektor anschauen. Okay. So langsam gehen mir die ganzen Filmrollen alle auf die Nerven. Zuerst haben wir Filmrolle 1, 4 und 7 und jetzt haben wir noch die Filmrolle 3 und die müssen wir uns auch noch ansehen. Warum können sie nicht einfach nach der Reihenfolge kommen? Okay. Wie auch immer. Dieser Geist war ziemlich creepy. Jedes Mal konnte er seinen Tod miterleben. Immer wieder von Neuem und hat dadurch eine Chance gehabt, uns anzugreifen. Und das war ziemlich dumm. Dass das Schloss an der Tür geöffnet. Wo komme ich denn jetzt bitte raus? War. Okay, also geradeaus ist schon mal nichts. Und trotzdem, wenn ich geradeaus gehen, war da ist nicht auch eine Tür. Karte. Ich bin wieder im Zwillingsraum. Okay. Da wollte ich sowieso nochmal hin. Aber hier ist anscheinend wirklich nichts. Gut, dann tschüss. Die Türen aufmachen, wenn sie aus Blei werden oder schwer werden oder sonst irgendwas. Okay, Karte. Okay, hier gibt es eigentlich nur diesen Raum hier noch, ne? Und dann diese Möglichkeit noch. Ach du Schande. Okay. War ich hier nicht schon mal? Die Tür ist verschlossen. Du hast Stimmen auf der anderen Seite der Tür. Ist jemand da drin? Die scheint verschlossen zu sein. Was muss ich denn jetzt machen? Was bitte muss ich jetzt tun? Geh einfach mal da nochmal hin. Nein. Nein. Wo bin ich jetzt schon wieder? Bin ich jetzt da, wo ich hin wollte? Familienalter. Oha. Gruselig. Wo denn? Hier ist doch nichts.
Jetzt muss ich irgendwo hier sein. Moment. Ich hab dich gesehen. Versteckter. Da stimmt, das Loch in der Wand. Was ist das hier? Was zum... Duschen wieder. Diese bescheuerten Puppen. Die nerven langsam. Also, ich kann jetzt da rein. Tatsächlich. Ach du Schande. Wo zum Geier bin ich? Okay, hier gibt's anscheinend irgendwas. Oh Gott, wie es hier aussieht. Oh Gott. Das war wohl der Puppenmacher. Ach du Schande. Puppennotiz 4. Eine unfällige Puppe sitzt auf dem Tisch. Ist der ein wenig geöffnete Schublade war ein altes Buch. Ich sah Azami, obwohl sie jetzt im sein sollte. Sie wollte, dass ich ihre Puppe töte. Ich habe einen Fehler gemacht. Die Zwillinge waren endlich eins. Die Puppe zu brauchen war ein Fehler. Was zu bauen war ein Fehler, dumm, den zu brauchen. Ich glaube, Azami wollte mir sagen, wo der Kopf und die Hände der Puppe versteckt sind. Sie liegen in einer Kiste irgendwo im Haus. Du liest die Notizen des Puppenmachers in deiner Mappe. Dodomit. Mit dem Reihe und Menü kann die Wörter in dem Kristall angehört werden. Töte mich, verdammtes Mädchen. Ich wollte das Radio aufmachen. Dolomit. Der roh geschliffene Dolomit lag im Raum des Puppenmachers. Das ist mir auch schon aufgefallen. Dann ist es halt eben ein Geist in der Puppe. Oh, ich bitte dich. Wie willst du einen Geist töten? Mit einer Pistole vielleicht? Hm, wie dein Kind? Die Arme, der Kopf, die Augen. Was? Die Arme, der Kopf, die Augen? Oh Gott, muss ich das jetzt auch noch finden, oder was? Oh oh. Und am Tisch liegen Teile einer halbfertigen Puppe. Ihre Augen scheinen dich anzusehen. Oha. In der kleinen Schublade sind Puppenfinger, Körteln und andere Kleinteile. Es sieht aber nicht besonders nützlich aus. In der kleinen Schublade sind Puppenfinger, Körteln und... ja. Na super. Ich dachte, zum ganzen Haus nach der Puppe suchen. Boah. Kamerasteuerung, ich liebe dich nicht wirklich. Von welcher denn? Wo bin ich denn? Hier. Das heißt, ich komme nicht mehr zurück. Okay. Da war ich jetzt drin. Okay, dann Zwillingsraum.
Projektorraum. Puppenzimmer. Uhrenraum. Schöner Termitraum. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Speicheruhr. Was heißt hier Speicheruhr? Das ist eine Speicherlampe, aber vollkommen piep. Egal. Wir speichern an dieser Stelle und wir sehen uns dann. Na, was denkt ihr wohl? Im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao.